Hin und wieder wird etwas entdeckt, das die Welt der Archäologie völlig erschüttert und uns einlädt, unser Verständnis von Geschichte zu überdenken. Eine solche Sache wurde 2005 entdeckt. Der Archäologe Semir Osmanagic besuchte ein Museum in Visoko in Bosnien-Herzegowina, als er fassungslos feststellte, dass ein sehr großer Hügel im Tal 4 klare dreieckige Seiten und einen gleichmäßigen Hang hatte, offensichtliche Ecken und sogar eine Spitze. Die exakte Geometrie einer Pyramide. Angesichts seiner Recherchen zu anderen Pyramiden untersuchte Semir andere Kriterien, um festzustellen, dass sie auch strukturell an den Himmelsrichtungen ausgerichtet waren. Norden, Süden, Osten und Westen. Ein weiteres grundlegendes Merkmal der alten Pyramiden. An jeder Ecke zeigten sie geometrische Präzision, die strukturellen Beweise seiner Forschung, dass dieser sogenannte Hügel und 5 weitere Orte im Tal Strukturen waren, die von früheren Generationen geschaffen, konstruiert und über Jahrtausende von der Vegetation verborgen worden waren. Die Entdeckung war geradezu episch. Dies waren nicht nur die ersten Pyramiden, die in Europa entdeckt wurden. 2 von ihnen, die Mondpyramide und die Sonnenpyramide, sind beide größer als die große Pyramide von Gizeh. Mit der Sonnenpyramide, die nach diesem Archäologen jetzt als größte Pyramide der Welt gilt. Nun, als Fossilien aus der Struktur der bosnischen Sonnenpyramide entnommen wurden, wurde diese auf 35.000 Jahre zurückdatiert. Also weit vor unserem heutigen Verständnis von Zivilisation. Die Enthüllungen kamen bei etablierten Akademikern nicht gut an. Innerhalb weniger Stunden nach der internationalen Ankündigung dieser außergewöhnlichen Entdeckung verschwand die Geschichte plötzlich. In der Zwischenzeit baten Geologen und Archäologen aus vielen Ländern die bosnische Regierung, Semirs Ausgrabungen zu stoppen und behaupteten, seine Entdeckungen seien lediglich natürliche Formationen. Trotzdem schlossen sich ihm 55 skeptische, aber neugierige Archäologen an, um mehr zu erfahren, und kamen am Ende zu dem Schluss, dass es wahr zu sein schien. Die Natur könnte diese Berge nicht geformt haben. Sie sind künstlich geschaffene Strukturen. Aber die anderen auf dem Feld, ohne sie auch nur besichtigt zu haben, drohten seinen Ausgrabungsbemühungen mit unglaublichem Widerstand. Diese vertrauenswürdigen archäologischen Experten nahmen an und kamen zu dem Schluss, dass Semir ein Betrüger sein muss. Und sie bezeichneten seine Entdeckung als Schwindel. Anstatt sich jedoch beirren zu lassen, machte ihr Widerstand Semir klar, dass er etwas Großem auf der Spur war. In den nächsten Jahren führte er einen Rechtsstreit, um sein Recht auf Ausgrabungen zu sichern und verklagte sogar die Regierung, weil sie versucht hatte, sein wissenschaftliches Studium zu blockieren. Schließlich hatte er Erfolg und erhielt sogar den Segen der Regierung für seine Forschung. Normalerweise ist die archäologische Ausgrabung eine sehr konservative Wissenschaft und akzeptiert nur akkreditierte Akademiker, die alle Erkenntnisse geheim halten, bis sie enthüllt werden. Obwohl Semir der öffentlichen Verleumdung durch etablierte Mainstream-Institutionen gegenüber machtlos war, fand er die perfekte Strategie, um seine Forschung zu schützen und entschied, dass dieses Projekt den Menschen gehören würde. Also engagierte er alle, die etwas beitragen und lernen wollten, und stellte sicher, dass alle Entdeckungen durchgeführt wurden, vollständig transparent. Seine gemeinnützige Organisation, Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, begrüßte Tausende von begeisterten internationalen Freiwilligen bei der Ausgrabung und Entdeckung der scheinbar ältesten Pyramide der Welt. Schließen Sie sich Universum in dir an und erschaffen Sie eine neue Realität, während wir mit Ihnen teilen, was die Forschung der bosnischen Pyramiden bisher enthüllt hat. Entscheiden Sie selbst, ob Sie der Meinung sind, dass die Merkmale allesamt nur wundersame Zufälle der Natur sind oder antike Monumente, die Teil eines globalen Netzes mit einer elektromagnetischen Funktion sein könnten, die wir noch nicht vollständig verstanden haben. Sie denken womöglich, es ist viel wahrscheinlicher, dass die 4 Seiten dieses Berges nur ein Zufall sind. Schließlich sind die einzigen alten Pyramiden, von denen wir hören, in Ägypten und Mexiko. Nun,
Tatsächlich ist eine wachsende Zahl von Archäologen, die die sogenannten Hügel auf der ganzen Welt erforschen, anderer Meinung. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass runde und mehrseitige Pyramidenstrukturen aus Lehmziegeln, Kalkstein und Granit weitaus häufiger vorkommen als gedacht. Und dass es sie tatsächlich auf allen Kontinenten gibt, verborgen als Berge, Hügel, leere Gräber oder sogar Steinhaufen, weil sie so viel älter sind, als wir bisher angenommen haben. Und natürlich auch, weil wir immer noch nicht verstehen können, warum irgendeine Zivilisation sich die Mühe macht, diese enormen Strukturen von unvorstellbarem Gewicht ohne praktischen Grund zu bauen. Es sei denn, der Grund ist noch nicht bekannt. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Bevor wir also die Fakten über die bosnische Pyramide, die BPS, teilen, sollten Sie zuerst Folgendes bedenken. Wenn wir wüssten, dass Pyramiden eine praktische Funktion haben und wenn wir offen für die Möglichkeit wären, dass die Geschichte der Zivilisation auf der Erde viel weiter zurückreicht, als wir anerkennen, würden wir die Ähnlichkeiten dieser Pyramidenstrukturen auf allen Kontinenten bemerken? Wie die fast 2000 Pyramiden in China, die über 12.000 Jahre alt sind? Oder die 224 im Sudan? Die 43 in Sizilien? Die 3 in Palencia, Spanien, wo es Bilder von reptilienähnlichen Wesen gibt und wo eine kürzlich auf tragische Weise zerstört wurde? Würden wir die 104 auf den Kanarischen Inseln sehen oder die in Ostafrika? Oder jene in El Salvador oder Honduras, darunter diese, wo ein Tempel im Inneren offenbar Mayas in Raumschiffen zeigt? Würden wir Kambodscha sehen? Würden uns die 100 Meter hohen Pyramiden in Indonesien auffallen? Oder würden wir sehen, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die 200 Hügel im südlichen Illinois alle Kriterien alter Pyramiden erfüllen? Oder wie wäre es mit diesen mysteriösen in der Antarktis? Und wir dürfen die Unterwasserwelt vor der Küste Japans und Floridas nicht vergessen. Wie Sie sehen können, hat jeder Kontinent Beweise für diese Strukturen. Und dennoch sagen wir uns immer noch, dass primitive Menschen diese für ihre Toten gebaut haben und sie auf eine Weise gebaut haben, die wir nicht herausfinden können. Könnte es sein, dass hinter dieser Geschichte mehr steckt als diese akzeptierte Erzählung über primitive Zivilisationen? Laut Zemir und anderen Archäologen sind diese Annahmen nicht der wahre Zweck dieser Weltstrukturen. Neue archäologische Enthüllungen, insbesondere die Forschungen über die bosnische Sonnenpyramide, deuten darauf hin, dass Pyramiden keine Hügel, Gräber für Pharaonen oder ihre Anführer waren, sondern vor Zehntausenden von Jahren für andere Zwecke gebaut wurden und dass sie tatsächlich komplexe Energiemaschinen waren. Am wichtigsten ist, dass diese Energiemaschinen 4 Dinge tun. Sie erzeugen Energiefelder, die die Heilung unterstützen. Sie verbessern die Molekularstruktur von Wasser und Nahrung. Sie fördern spirituelle und mentale Fähigkeiten. Und am überraschendsten ist, dass sie interstellare Kommunikation durch die Spitze mittels Skalarwellentechnologie senden und empfangen. Da ist eine Menge zu beachten, also schauen wir uns jetzt unter Berücksichtigung der weltweiten Pyramiden Bosnien an, um zu sehen, ob sie die Kriterien einer künstlich konstruierten Struktur erfüllt oder ob es nur ein massiver Hügel und ein schlimmer Schwindel ist. Jedes antike Denkmal, das sich nicht in der Wüste befindet, könnte schwer zu erkennen sein, wenn es über Jahrtausende mit Laub und Erde bedeckt war. Wenn Sie die bosnische Sonnenpyramide vom Land aus betrachten, ist leicht zu erkennen, warum dieses Bauwerk nur wie ein Hügel aussieht. Von einer Drohne oder einem Flugzeug aus wird die Klarheit der Form jedoch deutlicher. Sie können das Gelände auch sehen, wenn Google Maps es nicht verschwommen und unkenntlich gemacht hätte, was interessant ist, da andere Gebiete in gleicher Entfernung so klar und deutlich sind. Will Google etwas geheim halten? Was genau unterscheidet eine Pyramide von einem Hügel oder einem Berg?
Es gibt 10 wissenschaftliche Kriterien, die Pyramiden besitzen. Wir werden sie alle benennen und vergleichen, wie die bosnische Pyramide diese Anforderungen berücksichtigt. Erstens ist die offensichtlichste Qualität einer Pyramide, und zwar ihre Form und Geometrie. Für die meisten Strukturen bedeutet dies vierseitige, gleichseitige Dreiecke. Aber Pyramiden haben andere Formen. 3, 5, 6 Seiten oder sogar kreisförmige. Wie bereits erwähnt, hat die BPS, die bosnische Sonnenpyramide, 4 Seiten, Winkel von 60 Grad und die Südseite hat einen Damm, was von der Perfektion dieser Winkel ablenkt. Ersetzen Sie einfach das Grün durch Braun und die Form dieses sogenannten Hügels sieht genau so aus. Im Jahr 2006 legte Semir das Laub an der nordöstlichen Ecke frei, um genau das zu finden, was er erwartet hatte. 2 Seiten, die sich in einem Winkel trafen. Könnte die Natur so etwas? Die zweite Sache ist die seitliche Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen und die Ausrichtung zum geografischen Norden. Während die Pyramide von Gizeh eine Abweichung von 0 Grad und 2 Minuten zum geografischen Norden aufweist, weist die bosnische Sonnenpyramide eine Abweichung von 0 Grad, 0 Minuten und 12 Sekunden auf, wodurch sie noch genauer auf den geografischen Norden ausgerichtet ist als die große Pyramide in Ägypten. Trotzdem müssen wir glauben, dass dies nur ein Zufall ist. Das dritte sind künstlich hergestellte Baumaterialien. Wie bereits erwähnt, werden alte Bauten durch Überwucherung, die alle vorhandenen Baumaterialien begräbt, unkenntlich. Nehmen Sie zum Beispiel die beiden bekannten Pyramiden im mexikanischen Yucatan, in Cuba und Calakmul, die wie Hügel inmitten des Dschungels erscheinen. Nur die ausgegrabene Seite enthüllt Granit und Sandstein. Als die Ausgrabungen für die BPS begannen, wurden in etwa 10 Metern Bodentiefe große rechteckige Blöcke entdeckt, die jeweils 7 Tonnen wogen und 6 flache Seiten hatten. Diese Blöcke wurden sauber zusammen mit Tonbindung gestapelt und zeigten Beweise für eine perfekte symmetrische Formation und Platzierung. Sogar mit ungewöhnlichen und einzigartigen Mustern. Sie haben auch Quarzkristall in sich, einen starken Energieleiter, den wir heute in fast allem verwenden. Proben des Materials, das diese riesigen Steine bindet, wurden zur Untersuchung an 7 verschiedene internationale Labors geschickt. Und jedes einzelne, unabhängig von den anderen, stellte fest, dass Gestein, Sand, Wasser und Ton in der Bindung ein synthetischer Beton namens Polymerbeton sind. Dieses Material ist so stark und langlebig, dass das alte Polymer im Vergleich zum heutigen Beton eine weitaus höhere Festigkeit aufweist als das, was wir derzeit verwenden. Es hat auch eine überraschend niedrige Wasseraufnahmerate von 1% im Vergleich zu unseren 3%, was offensichtlich dazu beitragen würde, dem Wetter im Laufe der Zeit standzuhalten. Skeptiker behaupten, die Steine der Strukturen seien nur zufällige natürliche Formationen. Einige sind sogar so weit gegangen, Semir zu beschuldigen, die Hügel geformt und Steine platziert zu haben, damit es so aussieht, als wären sie konstruiert worden. Schauen Sie sich also diese Terrassen an. Sehen sie für Sie wie eine natürliche Formation aus? Oder etwas, das man einfach zusammenwürfeln könnte? Das vierte Element sind Artefakte. Ausgrabungen auf oder in der Nähe des Gebiets haben einige ungewöhnliche Artefakte freigelegt, wie diesen riesigen runden Stein. Es ist keine Erklärung dafür bekannt, wie oder wann er gefertigt wurde. Aber Besucher, die Zeit in seiner Nähe verbrachten, stellten fest, dass Beschwerden und Schmerzen gelindert werden und dass sie sich sehr entspannt fühlen. Dieser Felsen, der auf der Drachenpyramide gefunden wurde, scheint eine Karte der 3 Hauptpyramiden zu sein. Diese kleine Keramikpyramide wurde ironischerweise in der Nähe der Strukturen an einem Ort gefunden, der von einem Archäologen beaufsichtigt wurde, der beantragte, Semirs Forschung zu stoppen. Er bestand darauf, dass der Fund nichts mit der nahegelegenen Struktur zu tun habe, weshalb er nie dem örtlichen Visoko-Museum gemeldet wurde.
Er ging angeblich zu Forschungszwecken nach Deutschland, scheint aber seitdem nicht mehr gesehen worden zu sein. Dieser Stein aus dem Tal schien auch eine astronomische Karte zu zeigen, aber es hat sich seitdem herausgestellt, dass es sich nicht um eine Karte mit Sternen, sondern um die Strukturen selbst in ihrer Anordnung im Tal handelt. Viele der gefundenen Felsen haben Schnitzereien, und hier ist eine Zusammenstellung dieser Symbole, die in die Felsen gehauen wurden. Dieser kleine Kopf wurde gefunden und ist sehr ungewöhnlich, ebenso wie dieses pigmentierte Abbild, zusammen mit Steinen, die wie Füße aussehen, alle prähistorisch datiert. Und das sind nur einige. Ein weiteres Merkmal sind innere Kammern. Jeder weiß, dass Gizeh mysteriöse Kammern in seltsamen Winkeln innerhalb der Struktur hat. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in Chichen Itza ein uralter Zugangstunnel entdeckt, von dem nur lokale Stämme wussten. Er war seit Hunderten von Jahren versiegelt. Richtig, die geothermische Analyse der bosnischen Sonnenpyramide zeigt nicht weniger als 7 Schichten von Gängen darin, die sich spiralförmig durch die Struktur zu winden scheinen. Gemessen würden sich diese kilometerweit erstrecken. Und wenn sie im Laufe der Zeit weiter ausgegraben werden, wird man dies sicherlich herausfinden. Ein weniger bekanntes Merkmal von Pyramiden sind die umliegenden Tunnel. Oft sind diese Tunnelsysteme unentdeckt oder werden von den Behörden einfach nicht bekannt gegeben. Andere Pyramiden in Ägypten und China sind dafür bekannt. Aber die Tunnel, die in der Nähe der BPS entdeckt und ausgegraben wurden, haben bereits die von allen anderen Pyramiden gemessene Entfernung überschritten und bilden sie zum umfangreichsten unterirdischen Netzwerk um jede Pyramide, das Menschen bekannt ist. Die Tunnelwände selbst bestehen aus einem Konglomerat, einer natürlichen Kombination aus Sand, Felsen und Kieselsteinen, die über Jahrtausende durch Wasserquellen fest verdichtet wurden. Aber Semirs Team entdeckte, dass viele dieser Tunnel eindeutig versiegelt waren, entweder um sie geheim zu halten oder um den Energiefluss zu blockieren, der durch Wasser, die Tunnel und die Pyramide selbst erzeugt wird. Als organisches Material aus diesen Trümmern mit Kohlenstoff datiert wurde, zeigte sich, dass diese Tunnel erst vor 5000 Jahren versiegelt wurden. Es wurde auch entdeckt, dass die Steinblöcke, aus denen die Pyramide gebaut wurde, die gleiche Substanz wie das Material hatten, das aus den Tunneln entfernt wurde. Was zeigt, dass die Schöpfer der Tunnel auch die Pyramide geschaffen haben. Und das geht der 5000-Jahres-Marke voraus. Weitere Untersuchungen in den Tunneln fanden große Blöcke in präzisen Abständen von 3 Metern voneinander entfernt. Der größte ist 18.000 Pfund oder 8 Tonnen. Eines der faszinierendsten Dinge, die in den versiegelten Tunneln gefunden wurden, war ein riesiger glatter Steinblock von 8 Tonnen, der strategisch über fließendem Wasser platziert zu sein scheint. In diesen Felsen waren Symbole eingraviert. Mehrere Analysen des Instituts für Atomphysik ergaben, dass dieser große Block ein künstlich konstruiertes Material ist. Wiederum eine synthetische Keramik, die vor über 35.000 Jahren hergestellt wurde. Untersuchungen ergaben, dass es sich um 2 Teile handelte. Einen Deckel, der über einer Stützbasis versiegelt war. Und eine Georadar-Analyse ergab, dass das Zentrum herausgeschnitten war und eine Art Mineral enthielt, das sich von der Keramik unterschied. Wahrscheinlich ein Quarzkristall angesichts der starken elektromagnetischen Leitfähigkeit dieses Objekts. Präzise EMF-Messungen in der Nähe des Objekts zeigen durchweg die Frequenz von 7,83 Hertz. Das 6. der Kriterien ist fließendes Wasser. Alle Weltpyramiden wurden in der Nähe von Flüssen und Bächen gebaut. So wie die Pyramide von Gizeh den Nil in der Nähe und Wasserquellen darunter hat, befindet sich die BPS in der Nähe eines Flusses und hat ausgedehnte Schichten unterirdischer Ströme in verschiedenen Tiefen. Aber eines der vielleicht außergewöhnlichsten Merkmale der Stätte
sind die mathematischen Beziehungen zwischen Strukturen und der daraus resultierenden heiligen Geometrie. Heilige Geometrie sind die geometrischen Muster und die mathematischen Gesetze in der Natur von den kleinsten Teilchen bis zum größeren Kosmos, auf denen die gesamte Schöpfung basiert, wodurch Mathematik und Geometrie zu einer universellen Sprache werden. Diese Prinzipien vermitteln die Verbundenheit der Natur und erinnern uns daran, dass wir eine Beziehung zur gesamten Schöpfung haben. Zu diesen Mustern gehören Pi und die goldene Mitte, die oft kryptisch in die Werke großer Künstler und Bauingenieure eingewoben sind. Sie sind in der Tat ein erhabener Ausdruck von Weisheit. Wenn Sie die Spitze der bosnischen Sonnenpyramide mit der bosnischen Mondpyramide und der Drachenpyramide verbinden, entsteht ein gleichseitiges Dreieck. Wenn Sie dann darin zwei weitere Strukturen mit dem Tunneleingang verbinden, entsteht ein zweites Dreieck. Gleichseitige Dreiecke und Dreiecke innerhalb anderer sind heilige Geometrie. Wenn Sie die Punkte der umgebenden Naturdenkmäler, die Tunneleingänge und den Zusammenfluss der Flüsse betrachten, erhalten Sie ein drittes Dreieck, das größte. Behalten Sie für alle drei die gleichen Mittelpunkte bei und Sie haben die Basis für die Blume des Lebens, wie Sie sie von oben sehen würden. Traditionell zeigen esoterische Studien, dass der Torus in der Blume des Lebens Dimensionalität impliziert. Wie in Ägypten ergeben die Länge der Basis geteilt durch die Höhe Pi irrationale Zahlen. Laut Semir wurden diese mathematischen Prinzipien sorgfältig entwickelt und sind mächtige Kräfte, die zur Bewegung von Energie beitragen, was er als die wahre Botschaft der Pyramide bezeichnet, sodass die bosnische Pyramide der Sonne, des Mondes, des Drachen und der Liebe von Energie durchströmt werden, als ob sie lebendig wären. Da heute nur wenigen von uns die tiefgreifenden Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Weisheit der heiligen Geometrie beigebracht wurde, ist es leicht zu übersehen, wie wichtig diese dargestellten Muster in der alten Bautechnik sind. Es ist auch erwähnenswert, dass Pi erst vor ein paar hundert Jahren offiziell entdeckt wurde. Haben unsere primitiven Vorfahren es also irgendwie herausgefunden? Oder war es wieder nur Zufall? Das achte Kriterium sind astronomische Merkmale. Wie wir in unserem Mars-Video aufgezeigt haben, gibt es konsistente astronomische Merkmale, die bei allen alten Pyramiden auf der Erde vorhanden sind. Und einer der außergewöhnlichsten Momente in Bosnien passiert am 22. Juni zur Sommersonnenwende, kurz bevor die Sonne untergeht. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Schatten der bosnischen Sonnenpyramide die bosnische Mondpyramide perfekt verdunkelt. Semir teilte mit, dass von allen Pyramiden, die er untersucht hat, diese klare, offensichtliche Beziehung, die die beiden verbindet, bei weitem die seltenste und einzigartigste ist. Experten behaupten natürlich wieder, dies sei reiner Zufall. Das neunte Kriterium ist der Standort mit Energiepotenzial, nämlich Vulkanlinien. Semir entdeckte, dass wenn man unsichtbare Linien zieht, um alle Vulkane der Welt zu verbinden, antike Denkmäler auf diesen unsichtbaren Linien errichtet wurden. Besonders dort, wo sie sich mit anderen Linien kreuzen. Zum Beispiel trifft die Osterinsel auf über 10 sich kreuzende Linien, Machu Picchu auf 16. Aber die bosnische Sonnenpyramide, die nur von Chichen Itza übertroffen wird, trifft auf 26 vulkanische Schnittlinien, mehr als jedes andere Monument. Wie wir in unserem Video über Nikola Tesla festgestellt haben, wusste Tesla, dass wir den Zustand unseres Planeten dramatisch verbessern könnten, wenn wir die Elektrizität im Laufe der Zeit verstärken könnten, ohne ihn so zu schädigen, wie es die aktuelle Technologie tut. Die Kombination dieser Linien, der Tunnel des fließenden Wassers und einer Eisenplatte tief in der Erde tragen alle dazu bei, die Energie der Struktur und das Ergebnis zu verstärken. Sie haben einen starken Leiter elektromagnetischer Energie,
Einen, der uns zum letzten und spannendsten Kriterium einer Pyramide führt, insbesondere der BPS. Und das ist der messbare Energiefluss. Seit Jahrtausenden hat die Erde eine natürliche Frequenz, einen Puls an sich von 7,83, der als Schumann-Resonanz bekannt ist. Dies ist für unser emotionales und körperliches Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, hat aber in den letzten Jahrzehnten als direkte Folge der Technologie rapide zugenommen. EMF-Strahlung von Mobiltelefonen, WLAN, Fernsehern, Strom, Atomexplosionen, Mikrowellenenergie und viele mehr. Diese Bombardierungen haben die Frequenz der Erde auf bis zu 16 Hertz erhöht. Und dies verlangsamt unsere mentale Verarbeitung, schädigt unsere Zellen und wirkt sich negativ auf vieles aus. Wenn BPS nur ein Hügel wäre, würden die Energiefrequenzen die gleichen wie überall auf der Welt messen. Aber bei jeder EMF-, Schall- und Ultraschallmessung zeigen die an der BPS gemessenen Frequenzen durchweg die Schumann-Frequenz 7,83. Besonders in den Tunneln. Und das Ergebnis ist nichts weniger als ein Wunder. Wasser und Nahrung, die von unten und um die Struktur herum gebracht werden, haben eine überlegene Molekularstruktur. Und Freiwillige, die an der Ausgrabung beteiligt waren, haben spektakuläre, unerklärliche Heilungen erlebt. Von Atemwegserkrankungen bis hin zu Wirbelsäulenverletzungen. Sie verschwinden einfach. Wieso? Wir wissen, dass geladene Ionen aus fließendem Wasser die Gesundheit unterstützen und Mikroben im Körper abtöten. Das Eisen unter der Erde verstärkt den elektromagnetischen Fluss. Quarz hilft, Energie zu leiten und die Schumann-Resonanz fördert Gelassenheit und Gesundheit. Ist es also ein Wunder, dass Menschen in der Nähe von Pyramiden von erhöhten emotionalen und physiologischen Zuständen berichten? Das passiert nicht irgendwo, schon gar nicht auf irgendeinem Hügel. Könnte die bosnische Sonnenpyramide die Energiemaschine sein, die Semir vermutet? Auf der Spitze der Pyramide passiert jedoch etwas wirklich Spektakuläres mit dem Energiefluss. Die elektromagnetischen Felder werden 60 Mal mehr verstärkt als irgendwo sonst auf dem Planeten und messen konstant bei 28 kHz für einen Radius von 4 Metern am äußersten Scheitelpunkt der Struktur und sehen aus wie auf diesem manipulierten Foto. Diese Frequenz wurde übrigens in Experimenten mit Tischtennisbällen des Amerikaners Ralph Ring mit Levitation in Verbindung gebracht. Gibt es eine Beziehung zwischen der Levitationsfrequenz und der Frequenz, die von der Spitze dieser Pyramide ausgestrahlt wird? Unnötig zu sagen, dass natürliche Hügel keine Energieausbrüche erzeugen, die 60 Mal größer sind als die der Erde. Nicht einmal andere Pyramiden zeigen diese Art von Messwerten. Aber etwas Gewaltiges wurde an einem anderen Ort gefilmt. Als 2009 ein Vater seine Kinder fotografierte, kurz vor einem Gewitter in Chichen Itza, Mexiko. Dieses Foto bietet eine visuelle Darstellung der genauen Art des Energiestrahls, der über der bosnischen Sonnenpyramide gemessen wurde. Könnte diese Energie ein Hinweis auf einen größeren Zweck sein, dem die Pyramiden dienten? Noch mehr Beweise für die Energie der Pyramide wurden mit einer Videokamera eingefangen, einer Kamera, die speziell für die Erfassung von Bioenergiefeldern entwickelt wurde. Dieses Filmmaterial zeigt die horizontalen Energielinien, die das ganze Land und alle anderen Hügel bedecken. Aber wenn sie die Pyramide der Sonne und die Pyramide des Mondes erreichen, werden diese Linien plötzlich vertikal. Tatsächlich wurde in diesem Video festgestellt, dass eine Art nicht identifiziertes Fahrzeug die eigentliche Grenze der Pyramide betritt und verlässt. Vielleicht interdimensional? Aber das ist ein ganz anderes Thema und ein ganz anderes Video zur Diskussion. Wenn die bosnischen Pyramiden nur falsch interpretierte Hügel sind, ist die Natur sicherlich in der Lage, einige erstaunliche Tricks zu schaffen, darunter perfekte Blockterrassen, geometrische Perfektion, heilige Geometrie
und starke elektromagnetische Überspannungen in und um diese sogenannten Hügel. Wenn es sich um technische Strukturen handelt, die sie zu sein scheinen, ist es an der Zeit, unsere Geschichtsbücher neu zu schreiben. Schließlich geht unsere Geschichte davon aus, dass die menschliche Gattung weiser und fortschrittlicher ist als je zuvor. Aber die BPS, die älteste und größte und rätselhafteste Pyramide der Welt, scheint darauf hinzudeuten, dass hochintelligente Kulturen in sehr ferner Vergangenheit existiert haben könnten und dass sie diese Pyramiden auf eine Weise konstruiert haben, wozu primitive Menschen niemals in der Lage sein würden. Auf eine Weise, die wir immer noch herauszufinden versuchen. Natürlich ist es einfacher, diese Tatsachen zu leugnen, als eine so wichtige historische Entdeckung zuzugeben. Dass das größte und älteste antike Bauwerk der Welt jahrhundertelang praktisch unbemerkt blieb, geschweige denn zuzugeben, dass wir immer noch sehr wenig über seinen tatsächlichen Nutzen und seine Funktion wissen. Während Semir ständig von Leuten aus großen Institutionen angegriffen wurde, können wir nicht umhin, uns zu fragen, warum so viel Aufwand betrieben wird, um ihn zu kontrollieren und aufzuhalten. Denn ein enormer Schwindel würde sich einfach rechtzeitig offenbaren. Besonders wenn man dies mit den ägyptischen Regisseuren und Baggern vergleicht, die ihre Enthüllungen nicht offenlegen können. Und alle Forschungen von Semir sind transparent und werden veröffentlicht. Als er beschuldigt wurde, diese Entdeckung zu politischen Zwecken zu nutzen, sagte er Folgendes: Dieses Projekt sollte Menschen vereinen, nicht spalten. Daher gehören Pyramiden keiner bestimmten Nation. Sie sind keine bosnischen oder muslimischen oder serbischen oder kroatischen Pyramiden, weil sie zu einer Zeit gebaut wurden, als diese Nationen und Religionen noch nicht einmal existierten. Er sagte, obwohl Zehntausende von Pyramiden auf der ganzen Welt entdeckt wurden, hat keine diese Bauqualität oder kann bis zu denen in Bosnien zurückdatiert werden. In Bosnien ist die ursprüngliche Pyramide die älteste und größte, die je gebaut wurde. Sie hat eine exakte Null-Grad-Ausrichtung nach Norden und ist möglicherweise der Schlüssel zur Freigabe von Informationen über alte Technologien, die die Welt von ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien könnte, zusammen mit der Möglichkeit, erstaunliche medizinische Durchbrüche in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu finden. Er kommt zu dem Schluss, die Pyramiden sind seit Zehntausenden von Jahren dort und werden es noch Tausende bleiben. Warum nutzen sie nicht diese kurze Zeit, um zu entdecken, zu lernen, zu wachsen und das zu finden, was sie uns zu bieten haben? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über ein Like, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Wir hoffen, dass Sie den Kanal abonnieren. Und wenn Sie in Zukunft nichts verpassen möchten, klicken Sie einfach auf die Glocke daneben.